Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten. Heute mit dem Kansas City Chiefs Burger. Oh, the Kansas City Chief, baby. Oh, this is American Football. Das kansas city chiefs team ist ein american football team der us-amerikanischen national football league selber sie spielt dort in der american football conference in der western division und auf die waage bekommt er mit 174 gramm eine akkurate gewichtsangabe die kaum vom ähm, soll abweicht denn wir wissen ja das volumen ähm, nimmt oder das, die masse nimmt durch, den, durch das wasserverlust beim Brutzeln nämlich ab wie gesagt, Kansas City Chiefs, ergo ein Profi-Football-Team, jetzt gibt es einen Burger für die und zwar in Germany. Der Kansas City Chiefs Burger ist das allerneueste Sensation-Ding. Dabei handelt es sich nämlich um eine kleine klassischen Cheeseburger, nur ohne Senf. Extra für Menschen, die genau wissen, was sie wollen und was nicht. Dieser Burger hier kommt mit zwei Patties daher und mit zwei leckeren Käseschichten. Dabei haben wir oben und unten Ketchup. Das heißt also, wir haben eine noch massivere Saftigkeit dadurch als bei einem normalen Cheeseburger. Und das ist wirklich lecker, sage ich euch. Wenn wir uns den verschmackuliert reinballern, sind es äh, ja, so 432 Kilokalorien, 30,5 Gramm Kohlenhydrate, davon Zucker sind sogar 7,4 Gramm, äh, fast 22 Gramm Fett. Gesättigte Fettsäuren 11 Gramm, Eiweiß 26,3 Gramm und Salz 2,4 Gramm. Ihr seht also, das ist jetzt nicht das super Gesundheitsding, aber es schmeckt gut. Warum? Weil er schön saftig ist. Die Tomate da drin, das spricht der Ketchup, in Kombination mit zweimal Beef, zwei leckeren ähm, Gurkenscheiben und ähm, den Käse, machen diesen Burger zu einer Mampforgie. 9 von 10 Punkten, denn er schmeckt saftig. Und sehr wohlschmeckend. Und Kansas City Chiefs ist auch ein gutes Footballteam. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, ich gebe mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.